ist draußen und Hannover steht im Halbfinale. Hannover gewinnt Spiel 5 und Hans Zach darf weitermachen. Die Überzahlformation, Wikingstadt. Gott spielt sich an und macht das Tor. 1:37 Hannover im Finale. Und Tor! Chino Schitzky, 2:1 Situation, Chino Schitzky drüben, Herr Berger! Augsburg wehrt sich in Unterzahl, aber Dolak! Es ist wieder Dolak, der den Treffer macht! Tyler Beachy gegen Moos bei Bullifont. Moos gewinnt und trifft ins Tor! Und Tino Boss! Hannover ist deutscher Meister! Die Hannover Scorpions gewinnen in 3 Spielen gegen die Augsburger Panther, sind zum ersten Mal deutscher Meister! Deutscher Meister! 2010! Das ist unglaublich für ganz Hannover, für die Region, für den Club, für die Spieler. Und jetzt heißt es im deutschen Eishockey durch die Scorpions, Wind of Change. 3:1, 3:2, 4:2.